Es war am 15. August. Ich wurde von meiner Hamburger Agentur nach Berlin geschickt, um dieses hier, das Geschehen zu fotografieren. Wo früher das Haus stand, befindet sich heute eine Werbefläche. Der Stacheldraht verlief hier quer über die Straße. Der Nacht zuvor haben wir da hinten geschlafen, da ist ein Haus gestanden. Da waren 5, 6 Kollegen von mir. War ziemlich aufgeregt an dem Tag, weil ich vorgehabt hat, den Staat zu verlassen und hat da niemand irgendwas sagen dürfen, habe es für mich behalten müssen. Das war das Schlimmste bei der Sache. Dort standen viele Menschen und Herr Schumann, den habe ich dann beobachtet und mir wurde ein Tipp gegeben, der könnte eventuell heute noch rüberspringen. Daraufhin habe ich 2 Stunden gewartet, er war sehr aufgeregt, rauchte eine Zigarette nach der anderen. Die Minuten zuvor, die waren ganz schlimm. Also, wie gesagt, ich habe eine Zigarette und die andere geraucht. Klappt das oder klappt es nicht, bleibe ich hängen am Stacheldraht. Das waren halt alles so Momente und Probleme, die was einem durch den Kopf gegangen sind. Wir haben scharfe Munition dabei gehabt. Wir hätten schießen dürfen oder wahrscheinlich auch sollen. Und dann ist ein Polizeiauto hergefahren. Ob es wegen mir gekommen sind, ich weiß es nicht, haben angehalten. Ich bin in dem Moment losgerannt, über den Start gesprungen, ins Auto rein und dann war ich im Westen. Weggerannt bin ich sehr schnell, also immer so schön sagt, wie ein geölter Blitz. Es ging ganz schnell und ich konnte nur ein Foto machen. Die Kamera hat keinen Motor, sowas gab es damals noch nicht und es gibt nur ein Negativ. Da ich sehr viel Sport fotografiert habe und auch Pferde, hatte ich meine Kamera schon scharf auf den Stacheldraht eingestellt. Ja, und dann habe ich ihn praktisch mit einem Pferd verglichen, welches über die Hürde springt. Doze anos após a criação da República Democrática Alemã, em 1949, perto de 1 milhão de alemães de leste fugiram para o Ocidente. Para deter a fuga de recursos humanos e económicos, a Alemanha comunista decide construir o vergonhoso Muro de Berlim. Na noite de 12 para 13 de agosto de 1961, uma vedação de arame farpado é colocada ao longo de toda a fronteira que separa as duas Alemanhas. Berlim é fisicamente cortado ao meio. De um lado, Berlim Ocidental, uma ilha ligada à Alemanha Federal. Do outro, Berlim Oriental, a capital da Alemanha comunista. A construção do muro faz escalar a Guerra Fria entre o mundo ocidental e o Bloco de Leste. O Muro da Vergonha separa inúmeras famílias. Algumas terão de esperar pelos anos 70 e a era de desanuviamento para se poderem voltar a reunir durante uma curta visita ao Leste. No primeiro ano, milhares de pessoas arriscam as suas vidas para atravessar o muro. Mas a cortina de ferro é em breve reforçada. Passa a ser patrulhada por 10 mil guardas da fronteira, os famosos Vopó, que disparam sem aviso. O muro faria 239 vítimas antes de ser finalmente derrubado em 1989. Peter Leibing tinha 20 anos quando tirou a sua famosa foto. Aprendiz de fotógrafo, o único furo jornalístico da sua carreira, por pouco não lhe foi roubado. Nachdem das Foto in Berlin entwickelt wurde, gab es noch einen anderen Kollegen aus Berlin, der hat sich im Labor, hat er sich Abzüge anfertigen lassen oder sich besorgt oder gestohlen und hat sie unter seinen eigenen Namen vertrieben. Und das gab natürlich nur sehr viel Ärger. Und da gab es dann einen Prozess. Das Geld habe ich nicht bekommen. Da war nichts zu machen. Am Anfang, als ich Herrn Schumann das erste Mal traf, waren die Beziehungen klein bisschen gespannt, da er dachte, ich hätte nur das große Geld mit seinem Sprung gemacht. Aber es war ja nicht an dem, da ich bei meiner Agentur fest angestellt war, als Volontär, als Auszubildender. Und ich musste es negativ abgeben, ist ja klar. Und die Agentur hat dafür die Honorare bekommen von den Zeitungen. Jetzt sind die Beziehungen gut, ja. Ich konnte Ihnen alles ganz genau erklären. Após o seu lendário salto para a liberdade, o antigo Vopo construiu para si uma nova vida no sul da Alemanha. O fotógrafo continuou a trabalhar para um jornal de Hamburgo. Os dois homens encontraram-se 25 anos mais tarde num estúdio de televisão. War zuerst ein bisschen steif, aber dann haben wir uns doch. Ah ja, das erste Mal. Und dann haben wir uns gut verstanden. Ja. Das war sehr bewegend, ne? Ja, das war wirklich. Ja, das war was schön. Das Objekt und der Täter. Ja. Ja. Konrad Schumann tinha 19 anos quando passou o muro. Deixou para trás os seus pais e não os veria durante 20 anos. Wenn ich das Foto wieder sehe, da fällt mir die ganze Sache von 1961 alles wieder ein. Und es ist immer wieder bewegend, wenn ich daran denken muss, was da alles passiert ist damals.
Dass ich das bin, das wissen sehr viele Leute, Arbeitskollegen, Bekannte, Verwandte sowieso. Das ist ganz überall bekannt. Bin ich sehr stolz, dass ich auf dem Foto bin. Ja, weil das Bild einfach in die Geschichte eingegangen ist und ich habe Bewegung gesetzt für die Freiheit und alles. Das ist ein Symbol, wer hätte damals nie gedacht, in die Geschichte eingehe, sowieso nie.